Distelhäuser präsentiert den Wölfestream live am Samstag, den 13.02. 19 Uhr. TV Emstetten gegen die DJK Rimpa Wölfe. Live auf dem Wölfestream. Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Matthias Obinger, am letzten Wochenende zwar eine knappe, aber doch unnötige Niederlage. So ist es. So fiel auch die Analyse des Spiels aus. War unnötig wie ein Kropf, die Niederlage. Zumal wir ja auch gut in die Partie gestartet sind. Und dann haben wir einen Faden verloren, das so nicht sein darf. Da lasse ich auch als Entschuldigung nicht die Wechsel zählen, weil es kommen ja immerhin auch fünf neue frische Spieler, die alle Zweitliga-Format haben. Also ja, und dann war ein Bruch im Spiel und dann kriegen wir diesen roten Faden nicht mehr zu greifen. Tja, jetzt geht es aber weiter, diesen Faden wieder zu fassen. Trainingswoche wie verlaufen? Sehr anstrengend und sehr hart, wobei man sagen muss, die Jungs haben auch gut mitgezogen. Also die wissen schon um die vertane Chance und wollen diese Scharte dann vom letzten Samstag auch wieder ausmerzen. Ja, das heißt also mit anderen Worten, das, was man zwei Punkte hier sozusagen verschenkt hat, weggegeben hat, die müsste man jetzt in Emstetten holen. Wäre gut, wenn es gleich gegen Emstetten gelinge, aber es sind ja noch andere Spieltage, noch mehr Spieltage. Also wir müssen diese Punkte wieder zurückholen, egal wann, egal wo, egal gegen wen. Wie schaut es bei euch im Kader aus zum Spiel am Samstag? Ja, offensichtlich geht so ein bisschen die Magen-Darm-Grippe rum. Es hat einige Spieler unter der Woche mal erwischt. Aber ich denke, dass es bis Samstag hinhauen sollte, sodass ich die Qual der Wahl habe. Also vollzählig. TV Emstetten, der Gegner, was gibt es dazu zu sagen? Naja, es ist die Mannschaft, die uns die erste Heim- bzw. die erste Saisonniederlage beigebracht hat. Ja, da denke ich, ist es Zeit, Revanche zu nehmen. Wie schätzt du die Mannschaft als solches ein? Hast du sie nochmal speziell videomäßig beobachtet? Ja, das machen wir ja immer. Wir schauen zweimal Video für den Gegner und bereiten uns speziell darauf vor. Eine sehr, sehr starke Mannschaft. Spielerisch gehört Emstetten sicherlich zu den Top 6 der Liga. Dann wünschen wir natürlich Samstag toi, 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 alles Gute. Und dann unterhalten wir uns hoffentlich über zwei Punkte aus Emstetten. Hätte nichts dagegen. Danke. Gerne. Distelhäuser präsentiert den Wölfestream live am Samstag, den 13.02. 19 Uhr. TV Emstetten gegen die DJK Rimpa Wölfe. Live auf dem Wölfestream. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.